Arschmann wieder. So. Bereite dich auf das Seedfest-Ritual vor. Jetzt gucken wir mal, wo das auf der Map ist. Das ist diesen Ramses killen. Es ist nicht auf der Map. Ich muss wirklich diesen Schattner killen. So. Wir machen weiter. Und das blöde Instrument holen wir dem jetzt nicht. Und wir machen jetzt einfach die Fragezeichen. So. Dann haben wir das auch schon mal. Das alte Wrack kann nicht von den Schmugglern sein. Ein Hinweis vielleicht auf irgendwas Besonderes? Keine Ahnung. Ach, guck mal hier, wie cool. Das Taxi ist gerade gekommen. Wunderbar. Die guten alten ägyptischen Taxis. Es geht weiter zum nächsten Fragezeichen. Wir nehmen aber diese hier jetzt, damit wir auch die Schnellreise dann da haben. Ich hoffe, wir kommen da komplett an Land hin, auf dem Wasser hin. Nicht, dass ich jetzt gleich wieder aufs Land wechseln muss. Ja, also wenn ich über das Dragon Ball rede, was du meinst, also über diese Zeichentrick-Kampfspiele, die sehen für mich alle gleich aus. Also da würde ich jetzt auch nicht den Unterschied zwischen Dragon Ball 1, 2, 3, Xenoverse, irgendwas verstehen, weil das sieht für mich alles nach Zeichentrick aus und ja, und nach Schlägerei mit Biff, Buff, Bum, Bam und so. Ich würde es, wie gesagt, spielen als Vollversion, egal welches Dragon Ball, Hauptsache ich kann es mal spielen. Da ist ein Schatten. So, jetzt aber. Schon diesmal ist es 53 und es ist wieder der dicke Kerl, der eben auch in Theben war mit 47. Mal gucken, ob wir ihn diesmal erledigt kriegen. Aber ich glaube wirklich, wenn er diese ganzen Unbeteiligten gekillt hat, dass es dann vorbei ist. Oh, was hält er denn ab mit mir? Auf 53 ist er noch fieser als eben. Auf 47 war er nicht ganz so unangenehm. Das gibt's doch nicht. Was macht der mit mir? Alter, ich komm nicht weg. Boah, das war krass. Der will wieder abhauen, ich merke das. Boah, der hat mich schon wieder erwischt, das gibt's doch nicht. Was hat der für eine lange Waffe? Krass. Nein! Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt ist es mal ein 53er gewesen. Jetzt haut er mich um. Der 47er verschwindet, der 53er haut mich um. Gott. Ist das das Werk der Sphäre? Des Pharaos Djib. Sein Schut. Sein Rennen. So kann ich den großen Ramses zur Ruhe betten. Halt doch einfach mal die Klappe. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich schon wieder keine blöden Pfeile mehr. Mann, 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 Mann. So, Moment. Wo war das jetzt? Wo konnte ich Pfeile bauen? Ausgeblendete Pfeile bauen. Ging hier gar nicht, ne? Das war jetzt Odyssee. Wo es Pfeile gibt. Oder hier im Köcher vielleicht? Moment. Nee, im Köcher kann man nicht gehen. Nee, bei Odyssee kann man in den Köcher gehen. Man kann dann Pfeile bauen. Hier habe ich jetzt einfach das Problem, dass ich mal wieder für den Kampf zu wenig Pfeile habe. Jetzt kommt
extra mal der Kampf, den ich brauche, und dann. Meine Nerven liegen langsam blank hier. Ich spiele das jetzt schon so lange und jetzt gibt es am Ende so eine ätzende Kackquest. Ich nenne das jetzt einfach auch mal Kackquest. Ich sag nicht gerne so Schimpfworte und so böse Worte in meinen Streams. Aber wenn es eine Kackquest ist, dann ist es einfach eine Kackquest. Ich reite hier durch die Gegend wie ein Irrer, nur für diesen blöden Scheiß Pharao zu finden. Und dann kommt er nicht und dann ist er einmal sofort weg und einmal ist er zu stark. Das ist doch eine K-A-C-K-Quest. Der blutlose Titan. Vergib mir, Sobek. Ich muss deinen Sohn erschlagen. Also auch, was der erzählt. Im Moment ist das sowas von philosophisch und religiös, dass ich gar nicht mehr raffe, was los ist. Langsam kriege ich so meine Zweifel an dem DLC. Er wird dich nie wieder erpressen, Nepp. Halakuf, bitte. Du hast sie für ihre Grausamkeit büßen lassen. Warum richtet der Pharao sie nicht? Sie picken an unseren Knochen wie die Geier. Du kannst deine Steuer nicht zahlen? Wir können nicht zahlen ohne Arbeit. Und nun, da Sobek erzürnt ist, schickt er den Pharao, um die Felder nahe des großen Flusses zu fluten. Hast du ihn wandeln sehen? Ein wahrer Albtraum. Eine Abscheulichkeit. Mein Bruder erlag dem Todesblick des Königs. Ich rannte davon wie ein Feigling. Dein Bruder würde dich nicht tot sehen wollen. Zeig mir die Felder. Wir gehen der Quelle deines Unglücks in seinem Namen auf den Grund. Ich habe immer bezahlt, aber wegen des Fluchs sind viele gegangen. Nun liegen ihre Felder brach. Diese Zauber, haben sie dich beschützt? Symbole verrichten nur wenig auf den Wänden leerer Häuser und Herzen. Aber wir geben, was wir können, um nicht zu verhungern. Und nun zürnt euch der Gott Sobek. Ich arbeite jeden Tag auf den Feldern und hoffe auf Gnade. Stattdessen sendet er uns den untoten König. Wo er geht, tritt der Fluss über und spült meine Werkzeuge fort. In den großen Schlammfluss. Und wer es wagt, wird von seinen gierigen Kindern verschlungen. Eine Tragödie. Wir sind verzweifelt. Und ohne Spitzhacken bekommen wir kein Wasser auf die Felder. Der Pharao hätte mich mit meinem Bruder zusammenholen sollen. Das Getreide ist bereit zur Ernte, doch ohne Sicheln wird es verwittern und eingehen. Ich werde deine Werkzeuge finden, Halakuf. Ich fürchte Sobeks Zorn nicht. Das glaube ich. Du könntest einen Bullen von seiner Kuh trennen. Ich danke dir, Sanny. Okay. Jetzt machen wir das mal nebenbei. Wenn dann da wieder der Dings spawnt, der Pharao spawnt, können wir uns ja um den kümmern. Weil, ja, bringt ja jetzt nichts, einfach nur immer weiter rumzulaufen. Sobek ist auf jeden Fall der Gott, der Krokodilgott. Und das hier sind dann auch Krokodile, die auf den Feldern sind. Oh, oh, oh. Geben die das richtige Fell? Ne, die geben das falsche Fell, ne? Das ist halt das Verrückte, weißt du? Diese Krokodile, die Soldaten, die lassen sich alle so schnell und einfach killen. Auch bei Odyssey sind die Söldner super einfach. Da schreibt nämlich gerade auch Okram, dass er da richtig Spaß dran hat, bei Odyssey die Söldner zu erledigen. Die habe ich auch schon, also ich habe Odyssey ja auch schon gespielt. Die Söldner sind da auch gar kein Problem. Also zwei, drei Level höhere Söldner kriegt er auch locker platt. Aber hier, diese Pharaonen, die sind irgendwie noch eine Stufe schwieriger. Irgendwie anders vom Verhalten, vom Ausweichen, vom Erwischen. Wenn die einen erwischen, ist man mehr in der Zwickmühle. Da kommt man nicht so leicht raus bei den Pharaonen hier irgendwie. Nofretete war die schlimmste. Die hat einen Buff. Da hat die mit einem Schlag dich gekillt. Oder mit zwei später. Da. Pharao ist da. Jetzt kann die Quest erstmal wieder warten. Nächster Versuch. Wieder ein Pharao gespawnt. Leute, drückt mir die Daumen, dass er nicht verschwindet und dass ich ihn gekillt kriege. Bitte beides. Du gehörst nicht hierher, großer König. Ist wieder. Steht wieder nicht Ramses drauf. Ist wieder der Fette, oder? Ist wieder der Fette. Ich war schneller mit meiner Waffe. Diesmal lasse ich mich einfach mal nicht erwischen. Dann dauert es bestimmt wieder so lange, dass er abhaut. Also ich versuche mich nicht erwischen zu lassen. Und wenn dann nur, dass er mir einen Lebensbalken unten wegmacht. Weil wenn der eine Balken dann sich wieder erfrischt, hat man immer noch drei Balken. Aber wenn man halt nur noch mit einem Balken kämpft... Oh, der haut... Ey, guckt euch das mal an! Der haut einem
2,2 Balken weg von 3 Balken. Der ist doch nicht normal, der Kerl. Das ist doch Mist, ist es doch. Wie soll man denn so viel ausweichen? Ach, ich habe aber wieder... Also bei Nofretete hat man nicht alles wieder bekommen an Leben. Da hat man immer nur einen Balken wieder aufgefüllt bekommen. Das ist natürlich dann besser hier. Jetzt verschwinde ich wieder kurz vor Schluss. Freikling. Der wollte wieder abhauen, ich habe es genau gesehen. Immer dieses Rote. Boah, jetzt hat er mich schon wieder. Ey, guckt euch das an. Er hat mich schon wieder. Hau nicht ab. Wenn du abhaust, gibt's immer. Er haut ab! Das ist doch nicht normal! Fuck, verdammte! So ein Scheißspiel! Was ist das denn für eine Kacke? Mann! Sorry, Leute, aber mein Gott, ist das ein Mist hier. Ich reg mich richtig auf. Ach, krieg Herzschätzelein. Und Rücken auch noch. Und Kopf. Nee, nee, nee. Da brauche ich dringend mal was zu trinken. Doch. Krieg ich Plack bei sowas. Die Werkzeuge eines ehrlichen Bauern. Also, das war jetzt der dritte Versuch eines Pharaos. Ne, der vierte. Einmal gestorben, dreimal ist der doofe Vieh abgehauen. Ich versuch's rauszuschneiden, weil ich da gerade Böses gesagt habe, aber es ist wirklich echt zum mega abfeiern. Nein, nicht zum Feiern. Zum Abmotzen. Und hallo Killdom Killer, schön, dass du eingeschaltet hast. Du erlebst heute gerade mal ein Stream, wo ich richtig gereizt bin, wo ich mich richtig über ein Spiel aufrege. So habe ich mich noch nicht mal bei den Elder Scrolls Raids aufgeregt, obwohl ich mich da auch manchmal schon aufgeregt habe, wenn man da immer weiter vibet und sowas alles. Aber hier rege ich mich gerade richtig über die Drecks-Pharao-Quest auf, weil die ist richtig Mist. Entweder hauen die ab oder sie killen einen. Wenn man zu schnell kämpft, killen sie einen. Wenn man zu langsam kämpft, drei Schläge zu langsam, der war nämlich gerade fast tot, dann hauen sie ab. Das ist nicht normal. Das ist echt jetzt nicht gut, weil sonst das Spiel so pipi einfach ist, wisst ihr? Das ist so, man haut sich durch alles durch wie so ein Irrer hier. Die ganzen Nilpferde und alles stirbt. Und auch der Pharao wäre ja eigentlich kein Problem. Geiler Salto hier, korrekt. Wäre auch kein Problem. Aber dann haut der ab, dann ist der weg. Dann scharf wie eine Klinge. Halakov und seine Leute können ihre Ernte einbringen. Oh. Ich krieg gerade Herz, du. Hab ich schon mal erwähnt, ne? Mann, Mann, Mann. Mein Blutdruck ist auf 180, du. Da platze mir die Adern. Ich schwöre dir. Ja, Okram. So streckt man den Content. Da hast du wohl recht. Aber ich brauche keine Strecken von Content. Ich möchte Odyssee spielen und habe hier gerade mal die Level 50 Story Quest vom Pharao Content. Das heißt, ich muss noch 5 Level spielen. Also von den Stories her. Deine Werkzeuge haben ein wenig gelitten, sind aber stabil und scharf wie Sobeks Zähne. Ein Wunder. Ich lag falsch. Unsere Bemalungen hielten nicht ihn, der wandelt, auf, sondern brachten dich. Einen Adler unter Geiern. Pass auf dich und deine Leute auf, Halakov. Ehre deinen Bruder mit einer guten Ernte. Mögest du umgeben sein von 1000 Brotlaiben, Nepp. So, 8000 EP. Das war mal richtig gut jetzt wieder. Bald gibt's die nächste Fähigkeit. Oder den nächsten Fähigkeitspunkt. Und schade, Killdom Killer, dass du wieder gehst. Aber schön, dass du da warst. Das ist ja erstmal die Hauptsache, ne? Ein paar Zuschauer haben, dass man nicht ganz alleine hier spielt, ein bisschen diskutieren kann über diese Situation gerade, die mir den Nerv raubt. Und ja, einfach mal quatschen. Ist doch nett.
Was bist du denn für ein Level, Okram? Wie weit bist du denn bei Odyssee? Hast du dein Schiff schon komplett ausgeupgradet, voll geupgradet? Oder bist du noch mittendrin oder gerade erst am Anfang? Wie lange hast du schon gespielt? Erklär mal ein bisschen. Ist gerade mal interessant, weil ich will da ja auch bald mal weiterspielen. So, dieses Fragezeichen hatte ich jetzt vorzunehmen. Dann fahren wir mit dem Auto runter, hier zur Schnellreise und hoffen, dass irgendwo nochmal ein Pharao auftaucht. Ich kann es euch wirklich nicht sagen, wo Drohnen spawnen. Ihr habt es ja gerade gesehen, mitten in der Gegend. Passiert eigentlich auch alle 5 Minuten oder so. Das ist halt das Verrückte, ne? Das ist jetzt eine 53er Wache. Ja, da brauchst du vielleicht 2 Pfeile oder einmal hier diesen Superangriff, dann sind die schon weg. Und das ist halt voll der unterschiedliche Schwierigkeitsgrad. Du wärst besser Eunuch geworden, das kannst du. Mir ist klar. Das ist ja mal ein Spruch, den habe ich ja noch gar nicht gehört. Ich spiele das Spiel schon so lange. Aber das hat bis jetzt noch keine Wache gesagt. Da wärst du besser mal Eunuch geworden, das kannst du. Ach nee, wie lustig. So. Und wieder ein Ort erledigt. Der verstohlene Steinbruch. Verlorene Steinbruch. So. Wir fahren mal. Mim. Reiten mal. Mim. Wie heißt das? Kamel, ne? Da vorne jetzt zum Schnellreisepunkt. Und achten weiterhin auf rote Markierungen von Pharaonen, die wir dann versuchen zu erlegen. So. Da ist wieder einer. Und wenn der wieder abhaut, ich beiß dann hier in die Tastatur rein. Obwohl die Tastatur kann ja nichts dafür. Ich fahre dann bei Ubisoft vorbei und will das nächste Assassin's Creed sehen, was in der Entwicklung ist. Für die Nerven, die mich dann gekostet haben, muss ich mich schon über das nächste Assassin's Creed freuen. Boah, habt ihr gesehen, wie der das Kamel umgehauen hat? Sieht so ein bisschen aus wie so ein Nazgul, ne? Von Herr der Ringe irgendwie. Aber das ist ein anderer. Der ist mit einer anderen Waffe unterwegs. Oh, er hat mich wieder. Er hat mich wieder. Mit voller Karacho hat er mich wieder. So, ich muss mich wieder ein bisschen zurückziehen. Ja, mein Feuerbogen. Warum benutze ich den eigentlich nie? Ich nie. Ja, weil ich keine Munition habe wieder. Oh, jetzt hat er mich schon wieder. Guck! Nein! Ein wandelnder Gott. Ist das das Werk der Sphäre? Des Pharaos Jib. Sein Schut. Sein Rennen. Ja. Ich würde sagen. So kann ich den großen Ramses zur Ruhe bitten? Der DLC kann mich mal. Ich hab keinen Bock mehr. Nein, muss sein. Da muss man jetzt auch durchziehen. Also. So zwischendurch jetzt aufhören ist auch uncool. Also jetzt machen wir das Ding auch durch hier. Aber halt auch wieder nur noch, tja, 1,5 Stunden circa, höchstens. Dann ist wieder Schluss für heute. Und wenn das so weitergeht, dann komme ich nicht gerade weit in der Story. Das brennende Kamel, das sah auch wieder lustig aus. Was hier los ist? Burning Man feiern sie hier. Ich töte dich. Boah, das ist so cool, wenn alles brennt. So schön erleuchtet, so wie hier Silvester oder so. Hier so ein bisschen wie Weihnachten, so alles Kerzen an und so. Die laufen zwar noch, die Kerzen, aber es sieht irgendwie schön aus. Jo.
so. Der gehört mir! Okay. Jetzt noch den und dann müsste theoretisch die Schnellreise kriegbar sein. Der blutlose Titan. Vergib mir, Sobek. Ich muss deinen Sohn erschlagen. Was der mir damit die ganze Zeit sagen will, mit diesem Spruch, der blutlose Titan, Sobek, ich muss deinen Sohn erschlagen. Ich habe keine Ahnung, wo der darüber redet. Ich weiß nicht, wer der Sobek ist. Doch, das ist der Krokodilgott. Aber wer ist der blutlose Titan? Heute geht alles schief, Leute. Es geht alles schief. Und wenn ich nur einen blöden Synchronisationspunkt verpasse, weil ich falsch klettere, ey. Oh, wei, wei. Ich komme mir gerade so vor wie so ein Anfänger. So das erste 10 Minuten Assassin's Creed gespielt. Und Okram ist 27. Und das dauert auf Altrum etwas länger. Mache aber auch jedes Gebiet zu 100%. Alle Söldner nehmen Zeit in Anspruch. Gerade die Söldner. Ja, okay. Die Schiffskapitäne sind auch nice später. Anspruchsvoll und höheren Schwierigkeitsgrad. Okay. Da muss ich sagen, ich spiele es auf normal. Also Altrum ist mir dann doch ein bisschen zu heftig. Hier, das spiele ich gerade auch auf normal. Und das, ihr seht ja, bei den Pharaonen ist es schon heftig genug. So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Fahren wir jetzt mal da hoch zum Schrein? Ne, wir gehen hier weiter lang, damit wir die Quest auch noch holen, die vier linken Hände Quest. Und hoffen auf den nächsten Pharao hier irgendwo auf dem Weg. Und wenn es nichts wird, gehe ich wieder nach Theben und versuche es wieder in Theben. Da sind sie vom Level her kleiner und die Quest sagt ja auch, es konzentriert sich auf Theben. Da verschwinden sie aber auch, also ist da kein Unterschied. Ja, da sind sie halt nicht ganz so hart zum Bekämpfen, aber auch wenn sie kurz vor tot sind, hauen sie ab. Also hilft dann auch nicht viel. Ich weiß nicht, was ich da ändern soll. Die müssten ja theoretisch viel schneller sterben, weil sie halt viel weniger Leben haben in Theben dann mit 47. Aber sie hauen genauso ab, wenn sie fast vor tot sind. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Also wir müssen dann die Däumchen drücken, dass sie nicht abhauen. Diese Zone ist tabu. Und das ist bescheuert. So. Das ist so unterschiedlich vom Schwierigkeitsgrad. Der hier haust alles mit einem Schlag kaputt. Und der Pharaon kriegst du nicht bei. So. Ach, das brennt. Das hat Feuer so an sich. Bei. Ziemlich heiße Nummer. Es ist irgendwie so krass, wie schnell Feuer wehtut. Also, man denkt ja immer so, wenn man das so in so einem Film sieht, da brennt einer oder so. Ich meine, das ist ja dann so ein Stuntman, aber dann denkt man immer, ach, das hält man doch ein paar Sekunden aus. Aber haltet mal ein paar Sekunden auf der Platte, auf der Herdplatte oder haltet mal ein paar Sekunden in den Ofen. Das hält man halt nicht ein paar Sekunden aus. Es ist echt heftig, wie krass Hitze wehtut. Und so ein bisschen Flamme schon wehtun kann. Und im Fernsehen sieht das immer so locker flockig aus, wenn da so einer verbrennt rumläuft. Und man denkt, ach komm, 10 Sekunden schaffst du noch. Lauf noch weiter, lauf noch weiter. Aber nee, das ist echt extremst schlimm schon in der ersten Sekunde. Ich habe mich nämlich schon erstmal wieder am Ofen verbrannt und habe gedacht, warum hast du jetzt 4 Wochen lang hier eine Brandblase? Das ist echt schlimm, Feuer. Also da, so will ich nicht sterben. Ich will nicht verbrennen. Also das wäre... Irgendwann einschlafen nachts, das wäre okay, aber Feuer? Boah, ich glaube, das ist richtig heftig. So. Ich komme da immer jetzt nur drauf, wenn hier immer alles so burn und so. Ey. So, jetzt sind wir wieder alle tot, jetzt verschwindet er wieder, passt auf. Wer schießt mich denn jetzt hier noch zusätzlich? Da, er ist wieder weg. Er ist wieder weg. Er ist wieder weg. Ich hab keinen Bock mehr.
Ich hab echt keinen Bock mehr. Den hatte ich noch nicht mal halb runter. Der haut die ganzen NPCs kaputt, aber der konzentriert sich ja überhaupt gar nicht auf mich. Der geht ja nur auf die NPCs, haut die platt und haut... Wie soll ich die beschützen? Ich hab keinen Heilzauber. Ich hab Ich konzentriere dich auf mich, Zauber und so. Ich hab sowas nicht. Ich verstehe nicht, was das soll. Fahrt mit euch, Kinder des Sobek! Wir sind im Vorteil, nicht ich! So. Och, die Quest ist hier oben auf dem Kopf. Ach, das ist aber auch mal witzig. Ihr seid hier hochgeklettert? Amun verlieh seinem Diener Kraft. Wie sonst hätte ich den Söhnen des Tobenden entkommen können? Doch es ist vergebens. Ich ließ meinen Freund, einen anderen Priester des Herrn der Wahrheit, zurück. Ich kümmere mich darum. Dann könnt ihr mir eure Geschichte erzählen. Ja, versucht sie zu verscheuchen. Der Herr der Zwietrachter freut sich nicht an vergossenem Blut. Ein Krokodil verscheuchen? Ich... Wartet hier. Das war jetzt auch nicht schlecht. Versucht sie zu verscheuchen. Ja, da hat Bayek mitgedacht. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Und wir warten auf den nächsten Pharao. In der Zeit gucken wir mal wieder, ob wir hier so ein bisschen was Fälle besorgen. Ein paar Krokodile erledigen. Er hat Angst vor den Krokodilen in der Nähe. So sind Quests doch einfach. Einfach ein paar Krokodile erledigen. So macht's Spaß. Das sieht heftig cool aus. Das passt so. Ob ich solche Spiele wie Bloodborne oder Dark Souls spiele? Nee. Die sind auch sehr schwer. Das ist richtig. Also Dark Souls habe ich mal angefangen und habe mir dann gedacht, ja Leute, wenn ich mich schmartern will, dann kann ich mich auch sofort irgendwo mit einer Peitsche auspeitschen selber oder so. Hier wie diese Priester oder so. Ne, solche Spiele spiele ich nicht. Das ist ja mehr Taktik und mehr überlegen, wie schlägst du jetzt und mehr ausweichen und mehr kämpfen, als dass du vom Spiel hast oder von der Story. Ich will Story erleben, ich will was Neues sehen und Spaß haben. Ich will mich nicht foltern in so einem Spiel. Die sind viel zu schwer. So, und damit haben wir schon die Krokodile weg. So ähnlich. Kommt runter. Oh nein, spring halt. Nicht. Ich glaube nicht. Oh. Nee, er springt nicht. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Ich dachte, er springt da jetzt runter. Oh Mann. Ich müsste mir Origins auch... Er ist doch unten. Oh. Ich müsste mir Origins auch holen, aber weiß nicht, wo die besten Preise sind. Vielleicht weißt du das ja, sagt Kill Doom Killer. Also Origins hier, das gerade, was ich spiele, das dürftest du entweder auf Uplay kriegen für einen guten Preis mit 20% Rabatt für die Uplay-Punkte, die es da gibt. Wenn du 100 Uplay-Punkte ausgibst. Hast du meinen Sprung gesehen? Der Heuhaufen. Amun hat ihn gewürgt, um meinen Fall zu bremsen. Sicher. Sagte, was machen die Priester des Amun so weit entfernt von Theben? Senni, ich will dich nicht beunruhigen, aber die toten Pharaonen sind zurück. So sagt man. Onos und ich wollten ein heiliges Ritual für Amun durchführen, um die Lande vom Fluch zu befreien. Doch wir wurden auf der Straße von Banditen überfallen. Ich muss gestehen, dass ich feige floh. Ohne ihn? Glaubst du, sie haben Onos getötet? Bei Amun, sie haben ihn getötet! Ruhig, Priester. Ich werde nach ihm suchen. Wir waren auf dem Weg zur Spitze des Berges. Dort warte ich auf dich. Amun sei Dank, er lebt. Bleib stark, Onos! Warum riskieren Banditen Amuns Zorn?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich dachte, der Quest oder die Quest wäre jetzt fertig. Jetzt haben wir da Probleme, die müsste ich jetzt noch weitermachen. Mache ich jetzt nicht. Ich gehe weiter die Straße lang, damit wir einen Pharao finden. Ja, also bei Uplay würde ich sagen, ist mit 20% Rabatt sicherlich ein guter Preis zu bekommen. Ansonsten kannst du auf meine Kanalinfo von meinem YouTube-Kanal noch so einen MMOGA-Partnerlink finden. Die haben meistens auch gute Preise und bis jetzt habe ich da keine Probleme gehabt, wenn ich mir da irgendwas geholt habe. Also das war bis jetzt immer auch ein Spiel, das hat bei Steam funktioniert oder bei Uplay und so. Also da hatte ich bis jetzt keine... ja, Schwierigkeiten mit. Ich mag eigentlich nicht so Online-Gaming-Seiten, wo irgendwie irgendwelche China-Händler oder sowas verkaufen, aber das funktioniert da ganz gut. Die sind so etabliert, also ich würde sagen, da tut es. Jetzt bin ich ans Mikro gekommen, ich hoffe, ihr habt alle keinen Hörsturz bekommen jetzt. Ja, ansonsten Uplay selber. Origins dürfte nicht mehr so viel kosten mittlerweile. Okay, so, das ist der... Ach komm, die Quest ist so nah, vielleicht treffen wir ja doch noch einen Pharao auf dem Weg dahin. Für alle, die jetzt später eingeschaltet haben oder die nicht wissen, warum ich gerade so am Verzweifeln bin, ich suche die Schatten des Pharao, die ab und zu auftauchen, muss die dann töten. Und das Problem ist, entweder verschwinden sie, bevor sie tot sind, oder sie sind so stark, dass sie mich töten. Eins von beiden. Ich habe bis jetzt es noch nicht geschafft, einen zu töten. Und ich glaube, der 6. oder 7. Versuch ist schon passiert. Problem ist, die tauchen immer nur sporadisch auf. Das heißt, wir sind schon seit über einer halben Stunde, wenn nicht sogar schon dreiviertel Stunde, nur für einen blöden Pharao hier am Suchen. So, und was haben wir denn da? Soll ich mir Teil 2 oder Odyssee holen, fragt Luis. Assassin's Creed Teil 2, der Teil mit Ezio Auditore in Italien. Ja. Der dürfte eigentlich fast gar nichts mehr kosten, wenn der nicht sogar schon irgendwo kostenlos erhältlich ist. Oder wenigstens für 5 Euro oder so. Ich würde mal mit dem anfangen, dass du einfach mal so reinkommst in Assassin's Creed. Weil Odyssee ist natürlich ein riesen Ding, das einen ein bisschen erschlägt. Da ist Assassin's Creed 2 mit Ezio ein bisschen übersichtlicher. Ist zwar auch eine riesen Stadt, aber... ist halt irgendwie der Urtitel fast. Amun verfolgt einen Plan, indem er dich auf den schwarzen Sand führt. Verzage nicht. Okay, verzage nicht. Wir haben den Priester wieder gefunden. Mich führst du nicht von meinem Pfad, Senni. Onos? Bei Amun, du kennst mich. Bist du wirklich oder ein Trugbild? Sind wir in der Wüste? Nein. Euer Freund Saab schickt mich. Kommt, ich bringe euch zu ihm. Ich kann Amuns Statue nicht ihren ungewaschenen Händen überlassen. Ich habe einen Plan. Ich brauche einen frischen Hasenkadaver, etwas Seil, ein Banditengewand, ein wenig Wein und... Ich finde die Statue. Ihr trefft Saab am Ort des Rituals. Bist du sicher? Todd beschenkte mich mit der Gabe großer Waldsicht und... Geht! Die Banditen wollten nur die Statue. Vielleicht dachten sie, Amun könnte sie vor dem Fluch schützen. Der wollte voll den Plan durchführen, um da die Statue rauszuholen. Ja, so laufen manchmal die Quests, ne? Ich brauch Seil, das, das und das und das. Laufe natürlich wieder mitten ins Feuer rein. So, jetzt holen wir uns natürlich hier noch schnell die Statue raus. Wenn wir schon einmal in der Quest drin sind, hier wird es zwar jetzt kein Pharao geben, aber so kriegen wir auch den Rest. Da, Pharao, ich sag, hier wird zwar kein Pharao geben, zack, spawnt einer. In 340 Metern. Jetzt müssen wir nur gucken, wo ist die Statue? Die Statue? Oder die Statue? Statue ist der Körper an sich, ne? Okay, ich sehe nichts. Geld, Geld regiert die Welt. Da, so viel Gold, jawoll. Boah, ich habe das ganze Ding in die Luft gejagt. Hier explodiert das ein nach dem anderen. Da ist was Goldenes, das sieht gut aus. Geh mal weg hier, Feuer. Fertig. Und ich brauchte weder einen Hasen noch Verkleidung.
Wunderbar. Der sagt das nochmal selber. Und damit haben wir die Statue. Und gehen jetzt hier hin. Ah, da oben müssen wir sowieso hin. Das ist ja cool. Da ist wieder ein Fähigkeitspunkt. Das passt gut. Können wir einmal den Fähigkeitspunkt oben holen und die Quest erledigen. Das ist doch toll. Bald kommt dann auch Fallout 76, RDR 2, Anfang des Jahres dann Serico. Für mich heißt Anfang des Jahres Kingdom Hearts 3, da ist vorbei mit Spielen. Da kann ich nicht mehr streamen, da spiele ich nur noch Kingdom Hearts 3. Das ist heftig, da freue ich mich so drauf. Ich liebe Kingdom Hearts. So, Du gehörst nicht hierher, großer König. Was geht jetzt ab? Der kriegt gar keinen Schaden. Ja, bitte sei Buggy, bitte beweg dich nicht mehr. Ja, sei Buggy. Bleib Buggy, Junge. Ja, sei Buggy. Geh kaputt. Stirb. Ist mir egal. Game Bugs sind halt so. Selber schuld. Du bleibst hier. Du haust nicht mehr ab. Stirb jetzt. Ja. Ich liebe Bugs. Bugs sind so geil. So, sonst hätte ich das nie geschafft. Er ist tot. Oh, nimm deinen Platz zwischen den Göttern ein, Ramses. Ramses Tempel. Erbaut, um sich seiner zu erinnern. Enthält er das Geheimnis seines Grabes? Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich Bugs liebe? Ja, ist halt so, ne? Wenn die es nicht richtig programmieren können, ist ja nicht mein Problem, ne? Also, wunderbar. Der Pharao ist tot. Nach dem 8. Versuch. Sehr schön. Was machen wir jetzt? Jetzt können wir den König der Könige machen. Und diesen Ramses jetzt in seinem Grab besuchen. Aber vorher gehen wir natürlich hier oben hin, lassen uns mal automatisch hinreiten. Mal gucken, wie gut das klappt. Und hier oben dann den Ort zum Ausruhen finden und die Quest noch abgeben, bevor es dann in der Hauptstory weitergeht. Also, dann machen wir König der Könige weiter. So, und jetzt gucken wir mal, wie gut die Autonavigation funktioniert. So, ich sag nur pfeifen und es läuft los. Oh, Leute. Das war ja jetzt mal was. Mann, Mann, Mann. Was war das für eine Höllenarbeit, dieses Pharaonen-Schattenteil da zu erledigen. Jo, spielst du noch Space Engineers? Nee, das spiele ich nicht. Das habe ich auch mal ausprobiert, aber ich bin eh wirklich so der Online-Rollenspieler. Also Assassin's Creed ist halt ganz gut. Subnautica fand ich auch mal ganz nett. Aber eigentlich Online-Rollenspiele. Also alles von World of Warcraft bis Herr der Ringe Online bis ESO Online. Ich liebe es, Charaktere über Jahre hinweg zu behalten und immer wieder neue Inhalte zu sehen in den Spielen. Und das kriegst du halt hier nicht mehr. Ne? Jetzt ist Odyssey raus, jetzt kommt hier bei Origins nichts mehr. Ne? Das ist jetzt Ende Gelände, das Spiel. Und das ist halt bei einem Online-Rollenspiel nicht so. Da kommt ein Patch, kommt wieder ein neues Gebiet, kommt ein neuer DLC, EverQuest 2 und so. Es gibt so viele Online-Rollenspiele. Ich spiele die einfach lieber, weil ich da ganz lange mit meinem Char immer wieder Sachen erleben kann. Und darum, ich teste die meisten Spiele nur mal kurz an. So, außer Assassin's Creed, da gefällt mir die Story halt ganz gut. Mit den Templern und Assassinen und so. Ich muss hier mal Zwischenstopp machen, hier ist die Bushaltestation und wieder ein Fragezeichen. Wären wir echt gut nach oben gefahren. Die Autonavigation funktionierte jetzt ganz gut. Aber Zwischenstopp muss sein. Oh. Ich will endlich wieder Pfeile. Was ist denn hier kaputt? Warum kriege ich keine Pfeile mehr? Da sind so viele Pfeile hier an meinem Wagen. Guck mal, wie viele Pfeile da sind. Da links, da rechts. Ich kriege keine Pfeile mehr. Das ist nicht schön. So, haben wir das alles? Ja, auch das Missionsschiff ist durch. Ja, dann können wir jetzt weiterfahren. Wunderbar. Kleine Rastpause ist gelaufen. Weiter geht's auf den Berg. Auf den Gotthardpass oder so, ne? Zack. Wenn wir jetzt in der Schweiz wären. Aber sind wir ja nicht. So. Ich habe gesehen, dass eventuell ein Event zwischen ESO und Assassin's Creed stattfindet. Mal schauen, ob das stimmt. Na, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ob ZeniMax Bethesda mit Uplay was zusammen macht. Puh.
hört sich für mich, aber kann schon sein. Ich meine, Square Enix hat ja auch mit Uplay, Ubisoft zusammen was gemacht. Die haben ja auch Final Fantasy hereingebracht. Also wäre mal interessant. Ich glaube, die Bethesda-Leute sind da auch sehr flexibel und würden sowas, glaube ich, auch bringen. Ich würde mich freuen. Elder Scrolls in Assassin's Creed hätte irgendwie was. Ja, und Fallout 76 werde ich mir auch holen auf der PlayStation 4. Da weiß ich noch nicht, wie ich das streamen werde, ob ich streamen werde, wie lange ich streamen werde. Das ist ja auch ein Riesengame. Vier linke Hände. Bring die Statue von... Ah ja, hier ist das mit den Statuen jetzt auch mit der Quest. So, und Red Dead Redemption 2 werde ich wohl auch haben. Aber das werde ich, glaube ich, nicht streamen, weil... Eine Ablenkung. Ja. Vielleicht eine Bergziege oder... Die Gattin des Gemetzels ist erzürnt. Ihre Nachkommen schreckt kein fauliges Fleisch. So, da haben wir die zwei Priester doch wieder zusammengebracht und die Statue. Das Trugbild ist zurück. Hast du die Statue? Habe ich. Und ihr habt erneut Probleme mit Tieren. Sachmets Kinder werden ihre Krallen an uns schärfen. Nur ein Rudel hungriger Löwen. Aber ich habe einen Plan. Dafür brauche ich nur etwas Zwirn, etwas Heu, eine Schaufel für ein Loch und... Bleibt und verhaltet euch ruhig. Der ist wieder lustig, der Kerl. Okay. Wollte schon wieder seinen Plan verwirklichen. Gar nicht mal so übel. So. Das Ritual. Bei den Löwen. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich drehe durch. Die Wunderwaffe von Origins ist bei mir weg. Naja, Nahkampf ist auch okay. Hm, rote Löwen kann ich noch gar nicht. Wann gibt es denn rote Löwen? Muss eine neue Rasse sein. Aber stellt euch mal vor, so ein Löwe wäre echt rot. Das wäre, glaube ich, noch ein bisschen extremer als so schon. So ist ein Löwe ja schon gefährlich. Du kämpfst mit dem Zaun, das Reh. Aber ein roter Löwe sieht, glaube ich, noch gefährlicher aus. So, vier linke Hände, 7000 DP, wieder geschafft. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich muss jetzt hier mich irgendwo in Ruhe begeben. Ach, die kommen auch noch für ihr Ritual hier hoch. Ein mächtiger Amun. Hm. Dank sei dir, Amun-Re, Herr aller Throne dieser Welt, uralte Kraft des Himmels, Vater aller Dinge. Erlöser jener, die leiden, du hörst ihre Schreie und errettest sie, die bitten. Gott der Weisheit, Gott der Gnade, Öffner der Augen, du, dessen Name verborgen bleibt. Deine Anhänger sind geschlagen, terrorisiert, gepeinigt. Hilf uns, das Land zu reinigen und deine Bittsteller zu schützen. Schütze sie in deinem leuchtenden Glanz. Ja, schön. Das war mal ein Gebet für Amun. Und hier kriegen wir jetzt einen Punkt. Dank sei dir, Amun-Re, Herr aller Throne dieser Welt, uralte Kraft des Himmels, Vater aller Dinge. Erlöser jener, die leiden. Du hörst ihre Schreie und errettest sie, die bitten. So, das gab wieder einen Fähigkeitspunkt. Super. Das hat doch gut geklappt. Und jetzt weiter in der Hauptstory. Wir können uns mit dem Pharao Ramses nun endlich beschäftigen. Und jetzt können wir hier gucken. Erreiche das Haus der Millionen von Jahren des Usamat Resetep Enre. Und gucken da mal, ob wir dann den Ramses dort finden.